So, und los geht's. Willkommen zu dem Spiel Österreich gegen Island. Schiedsrichter wird heute Grant Lindem sein. So, da mal wieder. Und da sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Und jetzt die Chance. Das hat der Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Ui, ui, ui. Keins. Spielt den Ball direkt zurück. Er nimmt ihm den Ball ab. Sigurdsson. Island ist so ein Land, das sogar weiterkommen kann. Schön dazwischen gegangen. Die sind Tabellenerster. Ja. Bin erster mit 2 Punkten. Mal sehen, ob ich mit denen noch ein paar weitere Tore schießen kann. Dann könnte ich für Island den ersten Platz fürs Erste bewahren vor Irland. So, was machen Sie draus? Gut, Monsen. Abwehr hat aufgepasst. Birkir Bjarnason. Sigurdsson. Den spielt er wieder zurück. Gudmundsen. So. Gut gespielt. Er versucht. Und damit ist die Chance da. Ein guter Doppelpass. Sie machen die Räume im Moment sehr eng. Jetzt kriegen Sie hier diesen Einwurf. Nö. Kein Einwurf. Jetzt haben Sie den Ball. Können Sie jetzt Spiel geht normal weiter. Ja. Das könnte die Chance werden. Ach so, und noch eine kleine Info. Keins. Morgen ist Samstag und da kommen da beginnt Spieltag 3 und da kommen dann 4 Spiele. So, das heißt, morgen mache ich Gruppe A und Gruppe B gleichzeitig fertig. Gut, Monsen. Sehr gut, Son. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Ja. Nur zur Info, ihr könnt euch darauf einstellen, dass die Spiele von Deutschland, Rumänien, Griechenland, Spanien, Russland, Tschechien, Ungarn und Schweden fertig gemacht werden. Hinteregger. Nun Ilsanker. Jetzt könnte es gefährlich werden. Jetzt Hinterecker. Jetzt könnt ihr den Ball abspielen. Da holt er den Ball zurück. Arnautovic. Oh. Die hat er einfach nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach die Konzentration. Oh Gott, ich hatte schon Angst gehabt. Das ist der Ball ins Torkulat. 2 Minuten bekommen wir hier Nachspielzeit. Gut, Monster. Gott. Das könnte eine Gelegenheit werden. Und da ist der Ball wieder weg. Keine Tore zur Pause für beide Teams, vor allem offensiv. Sicher noch Luft nach oben.
Die Hälfte des Spiels ist rum. Aber wer die Partie hier heute gewinnt, ist nach meinem Geschmack noch nicht abzusehen. Nee, jetzt noch kein Team wirklich geschafft, sich einen Vorteil zu verschaffen, und das Unentschieden ist okay. So. Gut gespielt. Er versucht. Noch ist die Chance da. So. Halbzeit 0-0. Aber die zweite Hälfte fängt an. Was? Baumgartlinger. Alaba. Wird das eine Torchance? Alaba. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Da verlieren Sie den Ball. Da wäre mehr drin gewesen. Ganz energisch. Sigurdsson. Super Aktion, gut geklärt. Den Ball holt er sich. Alaba. Der Bayern-Spieler. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Und die Chance. Junge, cool. Das ist knapp. Ah, da können Sie jetzt durchatmen da hinten. Da waren Sie doch noch zur Stelle. Auf der Bank ist Bewegung. Es wird einen Wechsel geben. So. Dann wollen wir. Man hört wirklich nur Son. Son. Birkir Bjarnason. Jetzt wird's gefährlich. Sigurdsson. Kein Tor. Auf Abseits entschieden. Was? Gesehen, richtige Entscheidung. Oh. Da haben wir die Situation noch einmal. Er steht klar im Abseits, ohne jeden Zweifel, gut vom Assistenten. Und das war ein schönes Tor, fand ich. Jetzt müssen Sie aufpassen. Da steht die Abwehr sicher. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Jetzt nimmt das Alaba. Er hat den Ball. Ja, da hat er gar keine große Mühe. So einfach kann er es nicht machen. Aaron Gunnarsson. Finn Bogason. Mit. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Alfredsson! So. Die Führung. Ja, Wolf, jetzt haben sie das Ding erstmal im Griff. Ich glaube, das wird noch. Yay! Und den Ball wollte er genau so machen. Klasse. Er war für den Torwart aber auch gar nichts zu halten. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Tja. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Ja, das wollen wir doch hoffen. Baumgartling. Wird's jetzt gefährlich? Schöne Flanke. Und drin. Nein. Ist nicht wahr. Und hier zimmert er den Ball an die Unterkante der Latte. Ja, und wichtig, Wolf, von da rein ins Vergnügen, ins Tor. Da gehört auch Glück dazu.
geht vom Platz und lässt sich auf dem Weg nochmal ordentlich abfeiern. Und das völlig ist zurecht, wenn nicht du fragst, wahr. Das war eine Weltklasseleistung von ihm heute. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Gute Aktion. Sigurdsson. Birkir Bjarnason. Und gibt's jetzt die Führung. Ja. Der Führungstreffer in dieser Partie. Riesenjubel, das gibt erstmal Sicherheit, das gibt Selbstvertrauen. Den Ball hat er noch berührt, aber gereicht hat es nicht. Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Wo hat er den Ball denn bitte schön berührt? Wo? Sagt es mir, FIFA. Wo? Jetzt steht's hier 2:1. Eine enge Kiste. Dragovic. Das könnte eine Gelegenheit werden. Sigurdsson. So langsam wird es gefährlich. Da geht er vorbei. Aaron Gunnarsson. Alfred. Jetzt der Schuss. Ui. Ja, das gibt Eckball. Die Ecke kommt. Gunnarsson. Ui. Kopfball, aber nicht drin. Gut vom Torwart. Ganz enge Kiste hier. Es ist nur ein Tor und wir haben noch 5 Minuten auf der Uhr. Die Fans feuern ihr Team nochmal an, Buschi. Mal sehen, ob sie das nochmal nach vorne pusht. Ein paar Minuten haben wir noch. Nein. Macht er ihn. Oh. Da hat nicht viel gefehlt. Tolle Chance, schön platzierter Ball. Am Ende einfach kein Glück. Klasse Leistung heute. Und jetzt darf er sich seinen verdienten Applaus abholen. Ähnlich. Oh Gott, nein. Das ist jetzt eine Chance. Alessandro Schöpf. Und jetzt ist alles wieder offen. Wahnsinn. Was für ein Spiel. Da geht noch was. Jetzt ist hier alles wieder offen. Man darf sie einfach nie abschreiben. Was für eine tolle Moral. Ein tolles Spiel. Wieder ausgeglichen und es bleibt extrem spannend. Die offizielle Nachspielzeit wird angezeigt. 3 Minuten gibt's noch extra. Baumgartling. Können Sie sich den Sieg doch noch holen? Da zieht er ab. Sie wollen die Führung, aber die Chance vergeben. Der Schiedsrichter beendet die zweite Hälfte. Wir haben keinen Sieger. Alter, Robin zu einem Scheißfehler. Ah. Ja, als Remi. Oh Mann. Ah. Egal, wir sehen uns dann wieder bei den bei der finalen Phase bei Spieltag Nummer 3 und also morgen kommt dann nochmal ein neues Projekt. Ich sag dann haut rein, tschüss und bis zum nächsten Mal.